So, da wären wir wieder zu einer weiteren Folge Darkest Dungeon. Ja, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, wenn ich das nicht mehr so mache wie damals mit diesem Tagebuchformat, weil, ja, ich glaube, das reißt jetzt nicht raus, oder? Wenn es sich wirklich mega gewünscht wird, denke ich nochmal drüber nach, aber momentan reißt es jetzt wirklich nicht viel, ob ich jetzt am Anfang mal so erzähle, hier, ja, 60. Woche, wir machen das und das. Ich meine, das seht ihr ja dann ohnehin. So ein Intro, ich weiß, es war ganz charmant, aber ja. Gut. Auf geht's in die Mühle. Wen nehmen wir denn mit? Oh, die Jasmin nehmen wir mit. Das ist unter meiner Würde. Ach, schau an. Dann nehmen wir den Udo mit. Was ist das denn für ein Name? Tangse. Tangsok. Wie nennen wir dich denn? So. Gabriel, ja, das hat was. Das hat was. Günther, Beringer, Warsi, Grintemesnil. Nein. Horst. Das kann man nichts aussprechen. Du bist jetzt Horst. Ludel. Ludel bleibt, weil Ludel ist die wilde Nudel. Hildir, Dumont, Castle, genau. Und Bertram. Wie nehmen wir noch mit? Bertram muss ich, glaube ich, noch was verändern. Stella würde da hin. Doch ganz gut, ne? Nehmen wir Stella noch mit. Ne, Günther. Wir nehmen Günther natürlich mit. Günther. Aber da ich nicht so zufrieden bin mit Bertrams Fähigkeiten. Bertram kann nämlich nicht heilen, das ist blöd. Bertram. Ja, er müsste halt vorne stehen, ne? Das entfernen wir. Machen wir zum Heile. Was ist das da? Fernkampf, ne? Blindgas, naja. Nee. Bertram. Ah, ich weiß was. Ich weiß was. Moment. Undine. Ah, herrlicher Insider. Müsst ihr nicht verstehen. Verstehen vermutlich die wenigsten, diejenigen, die es aber verstehen. Yes. Okay, auf geht's zur Mühle. Nahrung brauchen wir nicht. Gegengift haben wir. Nehmen wir uns das hier noch mit. Eine davon. Auf geht's. Ich weiß ja. Blight had struck the harvest again that year. And the miller was desperate. He came to me, hat clutched tightly in filthy fingers, stinking of sweat and manure. Seated comfortably in my observatory, surrounded by telescopes and other delicate apparatus,
I recognized his misfortune as an opportunity, and I agreed to lend him my expertise. Also verstehe ich das richtig. Der Müller kam nach Schweiß und Scheiße stinkend zu ihm und bat um seine Hilfe. Ihn. Ausgerechnet ihn. Okay. Naja, dann wollen wir mal, ne? Scheint recht sicher zu sein für den Moment. Ja, wie ihr seht, es gibt keine Möglichkeit, die Fackel weiter zu entzünden, denn es ist eine Kristallfackel oben. Heilung gibt's nicht. Okay. Dann schauen wir mal. Hier geht's nicht weiter. Nein, wir müssen da durch. Himmlischer Grundstein. Der zentrale Fixpunkt in einer sorgsam errichteten Barriere rund um den Bauernhof. Also irgendetwas ist da drin und soll den Bauernhof um Himmels Willen nicht verlassen. Ja, machen wir nochmal. Vorwärts! Vorwärts! Wie fantastisch und auch schrecklich. Ich träume. Ja. Dann hauen wir es doch mal. Ja, ich habe mich hier schon ein bisschen erkundigt. Das ist ja schon lange auf PC draußen. Ein klein bisschen kenne ich mich aus. Es geht jetzt darum, wir müssen die jetzt killen. Und oben rechts habt ihr eine Anzeige. Und für jedes dieser blau leuchtenden Zombie-Dinger da, diese kristallisierten, gibt es oben etwas in der Leiste, das sich bewegt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Komm schon! Ah! Ach, Undine! Schubst du dich weg! Ach, jetzt ist es ein Geist, okay. Ihn kannst du ruhig Schaden zufügen. Trampel! Uncool! Ui. Extremst uncool! Monsterwellen und wieder erscheinen. Besiegte Gegner werden durch Wellen weiterer schrecklicher Feinde ersetzt. Deine Gruppe muss diesen Ansturm ohne Erholungspause oder Hoffnung auf Ruhephasen durchstehen. Aufgrund der seltsamen Verhaltensweise von Zeit auf dem Bauernhof kannst du jederzeit den Rückzug antreten, ohne dass es negative Konsequenzen hat. Ja. Und das ist halt eben das. Immer wieder, wenn man bestimmte Punkte erreicht hat, gibt es eine Belohnung. Und man kann diese Steine, die man halt eben bekommt, dann im Nomadenwagen beim Juwelier eintauschen. Und ich möchte gerne wieder dahin. Böses Heinger. Continue the onslaught. Destroy them all. Nein! Another abomination cleansed from our lands. Okay, Glück gehabt. Okay, noch ein Pferd. Komm. Perfekt. Ihr tauscht bitte Platz. Optimal. Richtig hingelangt. Shit. Monster's size has no intrinsic merit. Oh. Unless
Vor allem die Steine pulsieren sogar richtig. Na. Das wird wehtun. Back to the pit. Oh, das hat geheilt. Wie gut. Au. Ungünstig. Und da ist eine Vogelscheuche dabei. Naja, poisoned. Der ist des Todes. Connor machen. Sie muss unbedingt geheilt werden. Sehr gut. Great is the weapon that cuts on its own. Kann ich gar nichts machen? Doch, ich kann tauschen. Ihr beide tauscht mal bitte. Ihr tauscht auch wieder. Und du heilst mal dich selbst. Okay, gut. Das ist alles, was ich machen kann. Böses Trampeln? Nee, naja, gut. Ah! Einfach zum Kotzen ist, ne? Nein. Tauscht mal. Gnawing uncertainty. The birthplace of dread. Betäubt. Alles gut. Bam! Gut, eine Vogelscheuche kann nicht bluten. Muss sie unbedingt. Ja, komm. Das ist nicht tragisch. Unbedingt heilen. Batz! Wenn es gut läuft, kriegen wir einen feinen Overkill zusammen. Vergiftet. Ja. Death by inches. Destroy. Bam! Wie eine Atombombe. Perfekt. Their formation is broken. Maintain the offensive. Oh, das sind, das reicht, oder? Be gone, fiend. Ja. Tausch dir mal. Das war gut. Batz! Aufräum hier die Scheiße!
well struck. Vergiftet? Vergiftet. Das war's weird. Ey, die Damen. Damen. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Oh, schlecht. Schlecht. Blute. 15, sehr gut. Full heal. Rot. Los, Gift. Komm schon, Gift. Ja. This slow death. Unforeseen. Unforgiving. Alles gut, alles gut. Der stirbt an der Blutung. Gaul vergiften. Ja, sehr gut. Ah, ungünstig. Hau ab. Scheiß Pferd. Er passt und er verblutet jetzt. Slowly, perfekt. Gently. This is how a life is taken. Batz, giftig, blutend aus. Jetzt können wir uns hier mal ein bisschen um die Pflege da kümmern. Der heilt auch wunderbar. 12 und wir sind wieder voll auf den Beinen. A victory. Perhaps the turning point. 4 von denen, oh, wow. Blutend. Wenn jetzt das Gift sitzt, was es nicht tut. Ja, das kann dadurch, macht ihn doch noch ein bisschen mehr Schaden, er kann sich ja selbst heilen. Ihn nicht hauen, das ist uncool. Ich etwas ungehalten. Give them no quarter. Jetzt aber. Jawohl. Jawohl. Perfekt. Beide vergiftet. Aber hallo. Ja, yep, genau das wollte ich sehen. Hm. Ja, ja. Versuch's. Einer weg. Er steht halt noch, ne? Und jetzt heilen wir uns erstmal, aber so richtig schön. Gift ist jetzt stark genug. Kümmern wir uns um das da. Obliterated. Zermanscht.
vom Gift. Deswegen sind solchen Doktoren einfach mega gut. Du kannst halt wirklich Statuseffekte mit dir entfernen. Also Hammer. Super wichtig. Komm her! Bam! Warum sind sie jetzt gestorben? Unsere Leiste oben rechts ist voll. Ja, und das ist die Farbe des Wahnsinns. Und das waren jetzt halt 20 Gegner. Und das ist so eine Art endlosen Modus. Du kannst ja jederzeit verlassen. Und umso weiter du kommst, umso besser. Und es gibt auch zwei Bosse in dem Modus zu besiegen. Plus Udo und Günther haben einen neuen Fetisch. Unheiligen Schlechter und Auflösung. Bulimisch, Heilfähigkeiten mit dem Lager. Das gefällt mir nicht, das muss weg. Unheilig Schlechter ist gut gegen unheilig, aber Auflösung trinkt niemals im Dorf. Naja, wobei, er ist ja kein Trinker, das ist nicht so schlecht, ne? Das kann man mal machen. Ja. Okay. Diejenigen, die den offensichtlich wertvollen Gegenstand verborgen unter den fauligen Fäden des Dings entdecken, fragten sich, ob es nicht an der Zeit wäre, sein Nest aufzusuchen. Story Quest, der Preis des Krächzes. Musketierin? Ich hasse dich, Spiel. Melville, Framan, Cecil und diesen Kerl, Vipont. Hallo, ich bin Vipont. Na, guck mal. Der Krächzer, das da. Gemausete Flügelfeder. Krächzer plus 10 ausweichen. Widerstand gegen Krankheit bei Licht. Widerstand gegen Bewegung bei Licht. Das ist für Stressschaden. Okay, Kinder. Talia ist noch nicht fit. Was nicht schön ist. Günther. Ihr seid noch nicht so weit für so eine Mission. Gabriel, ich würde gerne. Udo. Ah, Udo, ich würde ja, aber nee, kann ich nicht machen. Ja, brauchen wir Meister Baltimore. Nehmen wir Kate mit. Welche Position ist Kate am besten? Dann können wir noch einen Schlechter mitnehmen. Abdul ist unablässiger Heiler. Muss. Und nehmen wir noch einen. Ah, das haben sie jetzt eingeführt. Ah, schade, das geht nicht mehr. Du konntest nämlich damals einen Vierertrupp aus denen machen. Und das war richtig, richtig, richtig böse dann. Das geht leider nicht mehr. Ärgerlich. Naja. Wen nehmen wir denn? Dismas, wie sieht's aus? Muss mal kurz mal gucken, was mein Team so hat. Kate hat Ausstattung gut. Abdul ja ohnehin, das ist keine Frage. Gut, Baltimore hat legendäre Gegenstände. Jürgen hat eigentlich auch. Udo wird mich schon. Udo wäre schon interessant, ne? Ich habe halt Angst, dass er mir. Naja, auf der anderen Seite. Er kann halt beträchtlichen Damage rauszimmern. Ja, halt auch. Er muss halt treffen, ne? Ich will aber nicht gleich alles wieder verbraten, was ich habe. Ach komm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist eine schwere Entscheidung. Ach. Maya wäre halt auch so ein Ding, ne? Ach komm, wir nehmen noch Maya. Dahin und Kate, kann die da kämpfen? Das geht. Okay, dann kümmern wir uns mal um den Krächzer.
Aye. Ah, wir haben 12 von den Kristallen, okay. Mehr braucht man eigentlich nicht. Auf geht's. Es ist ja nur der Kampf gegen den, wenn ich richtig weiß. Richtig? Ja. Ah! The end approaches. Sein Scheißnest. Clarified in a single strike. Nein! Kate! Reeling, about to break. A momentary abatement. Hacken kannst du bei dem, er kann sich selbst heilen. Blute, du Stück Scheiße. Hacken kannst du. Da habe ich weniger Sorgen bei ihm. Wie gesagt, er kann sich ja zur Not selbst. Aber ich habe um ihr Angst. Surgical Precision. Wie er da immer ausweicht, dieser Haufen Dreck. Death waits for the slightest lapse in concentration. Verfehlt. Nur eins, scheiße. Dieses Mal bringe ich dich um. Ah, nicht sie hacken. Ja, also geh doch. Lass Maya in Ruhe, du Arschloch. Ich wusste, dass ich nicht triff. Verdammt! Und da ist er wieder abgehauen. Und er ist ekstatisch. Madness, our old friend. Haben wir es geschafft? So clearly in view. Questbelohnung erhalten. Trick of the light? Sehr schön. Eieieiei. Oh. Korvitz Auge. Plus 8 Chance erkunden. Er sitzt Scheusalhasser. Plus 8 Präzision ist sehr gut. Furcht von Menschen. Ja, nicht so gut. Mehr zu den Dieb. Okay, und Skorbut. Skorbut. Auch schlecht. Ja, ich muss mal wieder ein paar in die kranken Dinger schicken. Let me share with you the terrible wonders I have come to know. Sie haben ein Tonikum gebraut. Versehentlich braute ein geschäftstüchtiger Scharlatan einen tatsächlich machtvollen Trank aus Staub, der vom Kometen stammt. Er kann Wunder bewirken, aber das hat seinen Preis. Kauf einen Trank, heilt eine Krankheit für jeden Helden in Heldendiste. Kann ich nicht! Kann ich nicht! Ich hab nicht genug Steine! Wie viel? 20? 30? Keine Ahnung. Geh weg, ey. Und wir gehen da erstmal wieder dahin. Und Baltimore geht sich mal wieder erstmal gediegenst auspeitschen. Ein
Maya geht dahin. Kate geht. Okay, Kate hat ein Trinkerproblem. Sag mal, was trinkst du weg? 1488 Gold? Kaufst du fässerweise das Zeug? Ja, und Abdul muss auch noch hier hin. Perfekto. War es eigentlich wert, weil wir haben jetzt diese Schwinge bekommen. Ja. Nur in Spielhalle gibt es was zu gewinnen. Ach. Haben wir eine Musketierin? Ja. Bist angeheuert, Mädchen. Deine Helden in der Kunst sind ausgelastet. Günther. Ach, was machen wir denn? Kann ich mir nicht leisten. Können wir denn entbehren? Komm. Wird sich schon wieder die Gelegenheit ergeben und wegen dem Namen hier. Tschüss. Send this one to journey elsewhere, for we have need of sterner stock. Ist angeheuert. Was hat die für Farben? Das ist Farbe 1. Das ist 2. 3. 4. 4 ist die Originalfarbe. Machen wir mal Originalfarbe. Egomanie und Zeuge. Geistliche Stärke hat sie. Minus Stressschaden ist sehr gut. Von Selbstverwehrung, naja. Kann als Teil von verstörendem Verhalten nicht an Gebieten der Stadt teilnehmen. Naja, okay. Da gibt's halt eben Selbstkasteiung, ne? Watteau. Watteau. Was ist das für ein Name? Ach, Lloyd. Wie nennen wir sie denn? Bonnie! Ja. Sie muss hinten kämpfen. Na gut, da gibt's Sinn, ne? Dann zeig mal, was hast du denn für Fähigkeiten? Fernkampf. Präzision Grundwert 95. Kritischer Modifikator plus 5%. Nicht schlecht. Gezeichnet, wenn das Ziel ist. Aha. Rauchwand. Aha. Ziel nennen. Das wäre nicht verkehrt. Und heilen. Zusammenflicken, Heilung 2, 3. Ziel stärken, erhalten, Heilung. Okay. Fangschuss. Fangschuss brauchen wir nicht. Muss ich noch kaufen. Okay. Kann man machen. Ja, sie, also die Musketierin, war ja ursprünglich nur für Kickstarter. Eine zusätzliche Klasse, die wurde jetzt öffentlich für alle frei. Ist auch nicht ganz praktisch. Also, dann haben wir denn hier Pistolenschuss, zu viel Ziel, Fernkampf. Aha. Schaden, wir müssen hier wohl Selbststeuerung, 3 Geschick. Okay. Enttarnung, Fernkampf. Ist nicht so verkehrt. Schrotschuss, Fernkampf. Aha. Zurückstoßen. Naja, gut, zurückstoßen nicht so. Lieber das hier. Und ich hätte gerne heilen noch. Rauchwand nehmen wir nicht. Heilen noch. Okay.
testen wir dann aber in der nächsten Folge. Deswegen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet wie immer viel Spaß bei Darkest Dungeon Season 2. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, was sich dann da ergibt. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und beim nächsten Mal sehen wir auch, was Bonnie kann. Also die Musketierin. Also, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao.